zwischen 91 bis zu 92 ist, dass man einfach so ist. Zurechtkommen. Einer muss ganz weit gehen, der wird da jetzt an die Position. Also zwei Positionen. So, ganz vorne. So, wir schauen gleich auf die Reihenfolge, wie es denn hier aussieht. Die 519. Yeah, 17 is more. Yeah. I think. Shall we come right there?
Okay, also der hat sich da überschlagen. Wir sehen es leider hier. Das war jetzt ein. Er hat es definitiv nicht. Der Meisterwehr führt jetzt. Aus dem Kampf um die Spitze, das ist natürlich schade, hätte man es geschafft. Er läuft zwischen den ersten drei, zwischen Westerberg und Metzger. Die beiden jetzt auf dem Weg zur letzten Boje draußen, links, aus ihrer Sicht, ganz an der Strecke. Gibt es da nochmal den Angriff von Michael Metzner? Vorhin hat er es hier mit fast ein bisschen Gewalt probiert, beziehungsweise waren sie da versetzt. Jetzt versucht er, hier eine andere Linie zu fahren. Westerberg. Westerberg, das ist über die Linie, da war sie nichts mehr. Westerberg vor, Michael Metzner. Auf der fünften Position, das müsste jetzt Cullen Biel gewesen sein, der Sieger des ersten Laufs. Also dieses Rennen, das war schon top. Very, very good race. Yeah, very good. That's when you imagine they have no brakes. And they are racing at that speed, so close, so much skill involved. Großartiges Rennen, vor allem wenn man sich dann eben überlegt, dass die ja überhaupt keine Bremsen haben, sondern das alles wirklich nur mit Gas geben oder eben kein Gas geben und Gewichtsverlagerung machen. Und dann so eng beieinander fahren, also ein Riesenrennen hier.